Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Bei den nachfolgenden Clips geht es darum, dass du erfährst, wie unser Prüfungsprogramm aufgebaut ist. So weißt du, was du genau musst können für deine nächste Prüfung. Und ich bin sicher, du bestehst die. Viel Erfolg! Für die orange Schärpe müssen wir in unseren Stellungen laufen. Das betrifft zum Beispiel den Zirkelschritt oder das Laufen über die Scherenstellung. Natürlich sind gleichzeitig auch Grundtechniken mit den Armen gefordert. Vom Schüler wird verlangt, dass er seine Laufarbeit tief und korrekt ausführt. Trotz schneller Schritt sollten unsere Stellungen währenddessen immer noch stabil sein. Neben der Laufarbeit sind für Orange auch Fägertechniken gefordert. Zu denen gehört der Vorwärtsfäger und der Rückwärtsfäger. Neben anderen Details ist wichtig, dass der Fäger stabil, schnell und kräftig ausgeführt wird.